Start ist ein bisschen meine Schwäche. Muss ich noch ein bisschen üben oder versuche ich. Mittlerweile ist ein Schwerpunkt im Training, den ich mir gesetzt habe für das Jahr jetzt auch in Richtung auch Rio. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und es macht aber auch Spaß, wenn man sieht, dass da Fortschritte sind. Und wenn der klappt, dann ist eigentlich der Rest läuft umso besser. Ich glaube, der Trainer ist wichtig, um sich zu quälen und er treibt uns immer an und das ist, ja, um Höchstleistungen zu erreichen, das ist, glaube ich, wichtig und um da an seine Grenzen zu gehen, muss man sich quälen und da ist Arndt, glaube ich, der Richtige, der uns immer etwas triezt und wenn es halt im Moment nicht so gut läuft, dann weiß er, wo er einen Punkt drauflegen muss in die Wunde rein und dann piekst du uns ein bisschen an und dann geht das immer weiter und dann somit quält er uns indirekt und wir merken es manchmal nicht, aber das ist sehr wichtig, um dann am Ende Erfolg zu haben. 12 Jahre Unterschied, das merkt man nicht. Ich glaube, der eine kann von dem anderen profitieren. Ich natürlich sehr viel von seiner Erfahrung und will dann auch so möglichst viel mitnehmen. Jetzt einmal in der letzten Olympiade, die er macht. Und das ist natürlich auch dann sehr gut für mich, dass ich da noch in den 4 Jahren was mitnehmen konnte oder auch viel lernen konnte. Und das bringt mich natürlich auch voran für meine nächsten Aufgaben dann.